Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Absätze gemacht und ihr habt mir schon wieder gesagt, setz doch wieder deinen Ausgleicher ein. Und ja, das ist wahrscheinlich die schlauste Idee, die man haben kann. Wir werden das jetzt auch gleich machen. Die Arbeit scheint hier gut voranzugehen, so wie es ausschaut. Die sind gleich schon fast durch mit den großen Arbeitsflächen. Dann geben wir ihnen gleich die neue Aufgabe. Aber wir tun erstmal das raus, dann können wir hier... Aber wie es ausschaut, ist da immer noch Erde. Wir versuchen ja jetzt die Fläche zu planieren auf die Höhe, auf die wir sie gern hätten. Und dafür brauchen wir auch unsere Absetzersysteme, die in Zukunft ganz schön heftig hier zugreifen werden. Ich bin noch beim Überlegen, ob wir das gleich umbauen und dann hier das ganze Absetzersystem hinsetzen anfangen. Rein theoretisch können wir direkt vorbereiten, weil das wird eine Riesenmission und ich glaube, da brauchen wir so oder so relativ viel. Von daher Absetzer. Gelände zu hoch. Also hier lässt er mich nicht machen, okay. Da müssen wir einen anderen Platz finden, um das Ganze abzusetzen. Rein theoretisch wäre drüben was, wenn wir hier irgendwie das durchführen könnten. Aber hier will ich eigentlich dann die Anlage hinsetzen. Gut, wir tun jetzt aber erstmal einen Verteiler hier hinsetzen. Und am besten ist es, glaube ich, wenn wir den hier hinten einbauen. Und zwar genau an dieser Ecke hier. Dann brauchen wir jetzt hier einmal bitte schnell den Ausgleicher. Dann brauchen wir einen U-förmigen Ausgleicher. Setzen den hier ein. Oh, shit, okay. Da ist doch noch ein bisschen zu eng die Kurve. Dann brauchen wir den U-förmigen Ausgleicher hier. Nee. Müssen wir hier hinsetzen. Ah, da warte mal. Wir setzen den nochmal. Ausschneiden. Dann tun wir dich abreißen und dich nicht unbedingt, aber wir tun das hier ein bisschen weg. Und nehmen dann unser schönes Supertool. Und zack. Und, ah nee, warte mal. Zack und zack und zack. Dann machen wir die Förderstrecke. So, warte. So, U-förmiges Förderband. Perfekt. Dann ist es... ich habe eine Stelle übersehen. Dann sollte das Ding gleich wieder ready sein und hat noch weitere Abgänge. Gut. Gut, gut, gut. Bin schon überlegen, ob ich noch einen zweiten Ausgang mache für die Großproduktion, weil später kommen natürlich noch mehr Steine rein. Aber ab dem Moment wird es dann heftig. Von der Oberfläche her. Sind wir schon durch? Oh, wir sind echt schon durch. Das geht jetzt schnell. Welche sind wir hier? Plus 6. Dann gehen wir jetzt hier rein. Gehen auf die plus 1 runter. Dann gehen wir gleich auf 0. Und graben dasselbe Teil nochmal aus. Let's go. Schiff im Kampf? Nö. Ab in die Schlacht hier oben. Jetzt geht es hier wieder los und jetzt werden alle Schrägen wieder abgegraben. In kürzester Zeit wird der ganze Stein abgetragen und dann nach hier vorne gebracht.
müssten eigentlich schon, dass wir halt wirklich den Absatz irgendwie noch verbessern. Weil du kannst ja leider. Es wäre cool, wenn es so ein drehbarer Kopf immer noch wäre. Also, das finde ich bis heute wäre noch eine coole Sache, wenn du mit dem einfach mehr abdecken könntest, als nur das eine. Aber wir haben schon, denke ich, ein paar Tonnen abgesetzt in dem Fall. Die Erde, die wir hier haben, ist natürlich dann auch ein super Vorrat. Aber das da ist purer Wahnsinn. Also, es ist wahrscheinlich eine der dümmsten Aktionen. Aber ich mag es irgendwie. Ein bisschen was probieren, ein bisschen testen und halt die Ressourcen nutzen, die wir haben und einfach einen ganzen Berg entfernen. Habe ich dem da oben nicht gesagt, den sollen sie entfernen? Da gibt es gar keine Aktion zu. Ernsthaft? Leute, das ist ja eine Katastrophe. Wo sind die? Schiff im Kampf. Wir haben gewonnen, aber haben verloren. Und wir haben einen Standort. Ich wollte den Standort anschauen, den wir da gewonnen haben. Zurück. Nichts dahinter, leider. Für das Schiff reparieren, die anderen Punkte angreifen. Das ist ein Grundwasserbrunnen, rein theoretisch, den wir noch securen können. Ich glaube irgendwie, dass wir es langsam so am Limit haben. Mir fehlt aber irgendwie gleich noch das Uranerz. Oh, wir haben gleich wieder eine Grippe, kann das sein? Grippe schwer. Forschung. Handel. Medikamente schnell handeln. Dann sollten wir hoffentlich die Gesundheit wieder unter Kontrolle kriegen. Medizinische Produkte auf Lager haben. Dich müssen wir jetzt nochmal reparieren. Mannschaft ist zugeteilt, gut. Kann keine Fracht entladen, Hafen ist voll. Leer halten. Export ist Prio 1. Brechsand braucht keiner. Wir haben Elektronik 1 und 3 da drin. Heide Witzka. Gut, Schiff scheint ja repariert zu sein. Dann schicken wir es gleich auf den nächsten Pfad. Wir schauen, dass wir die da unten als erstes ausschalten. Ziel zu weit entfernt. Dann halt du. Wir schalten jetzt alles aus, was möglich ist. Erstmal die ganzen Totenköpfe, dann die Bergwerke und alles Mögliche. Und dann gehen wir immer weiter. Offene Forschung. So, haben wir noch irgendwas, was ich übersehen habe? Was wir aktuell machen können. Jetzt machen wir gerade Zuckerrohr. Obst können wir jetzt auch schon in der Wartenschlange. Dann können wir Kuchen machen, okay. Mit Zuckerrohr können wir Ethanol herstellen, okay. Auch in der Kraftstofftankverbesserung. Dann haben wir eine größere Reichweite. Zur Warteschlange gleich hinzufügen. Zur Warteschlange hinzufügen, das können wir auch schon machen. Das können wir auch hinzufügen. Dann sind wir eigentlich wieder auf dem Stand, wo wir jetzt sind, dass wir die neue Forschung brauchen. Und dafür brauchen wir Elektronik 3. Und eine Etagelage elektronisch. Dafür brauche ich aber wiederum. Wir sollten schon, dass wir ein Rechenzentrum jetzt kriegen. Ich glaube, das hat jetzt langsam wirklich mal Priorität. Schiff im Kampf. Unser kleines Schiff macht ganz schön Damage. Wir haben schon die Elektronikteile bekommen. Dahinter ist eine Ölplattform. Okay. Gut, gut, gut. Jetzt schauen wir uns mal an Rechenzentrum. Und was fällt denn das Gebäude eigentlich? Das ist das neue Forschungsgebäude. 12 Teraflops, okay. Das wird ein bisschen heftiger. Das ist eine Tankstelle, Wasserstoffanlage. Kann ich das hier... Wasser. Wasserstoff. Die Frage, ergibt Sinn, Wasserstofffahrzeuge zu produzieren? Also es ist jetzt rein theoretisch eine weitere Möglichkeit, Treibstoff zu produzieren. Wenn wir es so sehen. Mit Ammoniak kriegen wir natürlich viel raus und Stickstoff in Tonnen.
Wasserstoffreformer ist leider schlaust am Ende, wenn wir das hier irgendwie freigeschaltet kriegen. Hochdruck und dann können wir daraus Wasserstoff, Sauerstoff und Dampf drucklos machen. Das wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache am Ende noch. Ja, weil mit Wasserstoff, jetzt können wir hier wahrscheinlich auch dann die Wasserstofffahrzeuge dann danach bauen. Ah, hier, Wasserstoff. Und die brauchen natürlich dann am Ende 2,7 Wasserstoff. Oder wir müssen eine riesige Wasserstofftanks machen. Wäre wahrscheinlich umweltfreundlicher am Ende, ne? Also ich glaube, wir brauchen hier gleich eine zweite Anlage. Obwohl, wir schlucken immer noch ganz gut alles. Wie schaut's mit dem Graben? Holy shit! Alter, das ist so flott! Ja, jetzt sind wir unterm Limit. Jetzt sind wir unter der Erde drunter. Jetzt sind wir bei Null. So, die Bäume haben sie abgeerntet. Super. Dann kriegen sie gleich von mir den nächsten Auftrag, und zwar den kompletten Rest hier drüben noch abzuernten. Dann ist es nicht auch weg. Dann sind die Inseln frei. Steht jemals ein Bagger hier still? Das ist jetzt die wichtige Frage. Wir haben grundsätzlich relativ viel hier weggekriegt. Aber die Frage ist, ob wir das ja auch mit Absitzern anfangen zu machen dann. Sozusagen hier noch Erdtanks hinstellen und die mit Absitzern nach hier vorne bringen. Was das Problem hier am Ende eigentlich ist, dass einfach diese Hügel entstehen. Und ich jetzt schon sehe, dass die gleich alle voll sind. Und die werden ja nicht planiert, diese blöden Hügel. Das ist. Aha. Nicht so praktisch unbedingt. Nicht so praktisch. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Jetzt ist die Überlegung. Ich würde es gerne hier absetzen, dafür muss ich aber erst den Beach planieren. Die Frage ist, wie ich das mache. Überlegt mal, es waren jetzt zwei Folgen und das ist schon alles voll. Wir brauchen eine riesige Line eigentlich an Absitzern, um das Ganze umzusetzen. Ich kann natürlich hier hinten anfangen abzusetzen, aber was bringt's mir, wenn ich danach hier nur Probleme habe? Wisst ihr, was ich meine? Ich krieg's ja nicht verteilt. Und ich kann hier ernsthaft keinen Absetzer hinsetzen. Einfach weil Gelände zu niedrig an der Front, oder was? Hier hinten geht's wieder, aber hier ist es zu steil einfach. Ich kann das Ganze natürlich noch ein bisschen vorziehen. Und dann hier noch Absätze hin platzieren. Gott damit, das war falsch. Rotate. Hier Absätze überall hin platzieren, anfangen und das dann. Ah, das ist ja auch nicht sauber und ordentlich. Ich glaube, für erst die beste Lösung. Aber wenn ich hier einen platziere, ist er im Weg. Einfach das Problem aktuell mit den Hügeln. Ich kann jetzt für Schnelle, um die aus. Ist der Magnet aus oder was? Tun wir hier noch was platzieren und tun die Vertiefung ein bisschen runtersetzen.
Dann schüttet der jetzt auch. Es hat keine permanente Solution, leider. Auch wenn wir Masse bewegen, aber wenn wir anschauen, was wir schon weggegraben haben, das ist natürlich, bleibt und ist Masse. Das ist genau so die Erde, die wir hier schon verkippen. Wir können natürlich hier noch eine Verkippfläche anordnen. Ach, schau, wie voll das Ding jetzt ist. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt für einen zweiten Zugang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird alles sehr, sehr teuer noch, ich sag's euch. Gleich zweite Linie liegen. So, dann. Lass die Abtransporte mal bauen. Dann sollten wir hoffentlich mehr Ablief schicken können. Aber jetzt hat überfüllt es langsam. Jetzt hat je mehr Stein kommt, desto voller wird's. Und jetzt wird hier schon von LKWs auch abgefahren. Vielleicht können wir. Flatten. Einen Weg nach da vorne machen und das hier. Hier zu einem Absetzpunkt machen. Bereich editieren. Du kriegst den Bereich. Und es darf hier nichts außer Gestein verkippt werden. Ich muss natürlich mal wieder darauf achten, wie es mit der Schlacke hier vorne geht. Bei den Produktionen, dass die auch schön abgeholt wird, noch wenn es sein muss. Aber schaut soweit sehr, sehr gut aus. Bedeutet, die Leute sollten dann hier anfangen, alles zu verkippen auch. Das heißt, ich produziere jetzt noch einen großen Transporter, aber wir haben immer noch viel frei. Hier. Nein, Diesel. Zwei von den großen Kippmuldern. Und die können dann. Die setze ich dann einfach hier hinten an. Und die sollen eine Exportroute zu ihm hier machen. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen auch unter Kontrolle. Weil aktuell wird hier auch Erde verkippt aus irgendeinem Grund. Habe ich das eigentlich. Was doch langsam verkippt werden darf. Ja, eigentlich nichts wirklich. So wie schaut's aus? Jetzt scheinen die zwei hier aber gut arbeiten zu können. Und die große Nachfrage bringt das Ganze wieder zum Stocken. Schau mal, wie voll. Alter! Wo bleiben die zwei Kippmulder? Schnell liefern, kommt schon. Wir brauchen mehr Fahrzeuge. Nicht gut. Eieieiei. Wenn wir dann Verkipppunkte haben, dann können wir da auch die ganzen Sachen lang führen. Lass mich mal nochmal das Ende angucken. Vielleicht sollte ich das eher hier vorne platzieren. Und dann besser hier vor.
Ich tue die Verknüpfung auf minus 2 setzen bei allen noch, um uns ein bisschen Zeit zu kaufen. Die Menge, die wir verkippen, ist brutal. So, kippen wir da. Ein Vorteil ist, der Tank ist fast leer aktuell. Der Kollege sollte jetzt dann auch auf dem Weg sein. Super. Kann man auch gleich alles zuliefern lassen. Ah, hier wollten wir eigentlich auch noch ein zweites Debunk-System machen, ne? Weil wir jetzt haben wir so viel. Ah, ich sehe das Problem. Ich sehe ein Problem hier. Das lösen wir jetzt noch schnell. Das Problem ist nicht, dass der Weizen nicht davor rausgeholt wird. Bedeutet, wir haben immer den Weizen, der mitklockt. So. Ich hätte gerne Weizen. Verbessern das Ganze hier. Zu Turbo liefern. Und als Mini-Unterstützung in der Front noch den hier dran schnell. Ja, ist jetzt dumm. Aber dadurch sollten wir das Ganze zum Rollen kriegen. Und der Weizen sollte abgezogen werden können. Wir tun dich auch verbessern, damit du die Massen transportieren kannst in dem Fall. Schau mal, das sollte ja dann hoffentlich funktionieren. Der ist schon wieder voll, gleich ist er voll. Darauf warten wir jetzt eigentlich nur. Nur, dass die Kartoffeln das Überfüllen anfangen. Ich tue das Ganze noch upgraden anfangen jetzt. Bis zu den Filteranlagen. Dann sollte die Sortierung noch stärker funktionieren. 320. So, jetzt stocken wir wieder. Jetzt sollten in kürzester Zeit die Kartoffeln aufstocken und das ganze System vollpumpen anfangen. Jetzt bin ich gespannt. Komm schon. Da kommen die restlichen Kartoffeln. So, da stehen jetzt die Kartoffeln. Und jetzt wird umgeleitet. Super. Jetzt mixt es sich mit dem Weizen hier. Jetzt geht die Kartoffel wieder weiter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Habe ich allen die Kartoffeln auch zugewiesen, ne? Ja. Es kann ja gut sein, dass ich jetzt das Ding verdoppeln muss, einfach weil die Masse jetzt so heftig ist. Oder ist irgendwas voll? Nee, ne? Könnte höchstens sein, dass man eine zweite Anlage platzieren müsste irgendwo. Das könnte höchstens noch eine Sache sein, dass man eine zweite braucht.
Aber bis jetzt schaut alles gut aus. Auch von der Verarbeitungsstärke her. Sind wir eigentlich gut dabei? Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, wir schauen uns an, wie es weitergeht. Denn ich glaube, jetzt sind gleich unsere Lager auch hier voll. Und Stück für Stück werden wir das Ganze jetzt hier auch verfahren anfangen. Damit die Produkte dann auch weitergehen können. Dann werden unsere neuen Schüttplätze hier vorne aufgebaut und wir werden uns Stück für Stück durch den Berg durchgraben anfangen. Und schauen, wie weit wir kommen. Wir werden ein bisschen reingehen und dann würde ich sagen, machen wir einen Mittelgang durch. Um erstmal das Ganze evaluieren zu können. Aber Leute, ich habe es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.